Der sogenannte Kunsttunnel unter der Altmannshöhe, der die Wallanlagen nahe der Kunsthalle mit der Deichwiese am Osterdeich verbindet, sorgt in diesem Sommer für Gesprächsstoff. Und zwar nicht über die Kunst, über die bunten Bilder und verschiedensten liebevoll gestalteten Motive, sondern über Vandalismus. Die Kunst wurde dem Kunsttunnel nämlich von Unbekannten großflächig und mutwillig entrissen. Geschätzt 2/3 der Tunnelwände sind in den vergangenen Wochen und Monaten auf diese Weise verunstaltet worden. Die Spezialtapete, auf der die bunten Kunstwerke im Jahr 2017 zum Zweck der Verschönerung und Aufwertung des Fußgänger- und Radfahrertunnels angebracht worden waren, hängt in Fetzen von der Wand. Darüber in schier endloser Reihung immer wieder illegale Graffiti-Tags. Ein trauriger, verwahrloster Anblick. Die Hintergründe sind laut Kulturressort völlig unklar, die Polizei ermittelt. Der Künstler Johann Büsen, der an der Bremer Hochschule für Künste studiert hat, hatte vor 5 Jahren nach einem Wettbewerb des Kulturressorts den Auftrag zur Neugestaltung des Tunnels bekommen. Hinzu kam eine helle Beleuchtung, um dem Tunnel auch seine düstere Erscheinung und damit den Zustand eines Angstraums zu nehmen. Hier ein Bild kurz nach der Eröffnung im August 2017. Davon ist nun kaum noch etwas übrig geblieben. Künstler und Behörde zeigten sich nach dem Hinweis eines Weserkurierlesers gleichermaßen erschrocken über den Zustand der Unterführung. Selbst die Deckenlampen sind verdreckt, beschmiert, teilweise gar nicht mehr existent. Bereits im Februar dieses Jahres hatte sich ein weiterer Leser an die Redaktion gewandt und auf Schimmelbefall an Wänden und Decken des Kunsttunnels hingewiesen. Nun der Vandalismus an den Kunstwerken. Der Tunnel verdient in seinem derzeitigen Zustand seinen Namen jedenfalls nicht mehr. Und das, obwohl auch jetzt noch Menschen extra hierher kommen, um sich die Reste der Bilder anzuschauen und über die Motive zu fachsimpeln. Ein Nebeneffekt einer solchen Umgestaltung von bloß schnell durch zum Anziehungspunkt für Freunde der Kultur. Für das zuständige Senatsressort jedenfalls steht nach eigenen Angaben fest, dass der Kunsttunnel nicht aufgegeben und der weiteren Verwahrlosung preisgegeben werden soll. Laut der dortigen Referentin für Kunst im öffentlichen Raum, Nicole Nowak, sei man bereits auf einem guten Weg in Richtung einer Sanierung. Zunächst geht es dabei auch um die Frage, welche Materialien man idealerweise an die Wände bringt, um einen erneuten Schimmelbefall zu vermeiden und um die Finanzierung. Wenn dieser Prozess am Ende dann eine erneute Aufwertung der Passage mit weniger Potenzial für Unbehagen von Passanten mit sich bringt und gleichzeitig wieder mehr Kulturfreunde den Tunnel besuchen, haben alle gleichermaßen etwas davon.